Das ist, naja, ist nett, aber muss nicht sein. Das ist nur zur Flucht, zur Tarnung. Theoretisch zu seinem Spielstil passend. Praktisch habt ihr mich das noch nicht einmal einsetzen sehen, weil ich wüsste nicht, es geht doch alles so irgendwie. So, das ist die allgemeine Aufladung. Das ist die Reichweite, wie gesagt. Das haben wir auch schon ein bisschen erhöht. War auch wichtig, finde ich. Aber noch weiter muss es, glaube ich, nicht erhöht werden. Das sind die normalen Bolzen, ist klar. Ja. Also, ihr bekommt auf jeden Fall noch Maschinengewehr, würde ich sagen. Vielleicht auch einen Raketenwerfer zum Schluss. Das wäre dann die Waffe. Ich glaube, es war ja auch in Teil 1 zum letzten Bosskampf mit dem Raketenwerfer gewesen oder so. Kann ich mir durchaus vorstellen, dass das dann die letzten beiden Waffen sind. Auch so ein bisschen an Erinnerung an Resident Evil natürlich mit dem Raketenwerfer. So, hier habe ich immer noch nichts weiter. Das muss ich auch nie irgendwie. Auch wenn ich hier tatsächlich was machen könnte, ich meine. Das hat auch schon nachher gut Schaden, so ist ja nicht. Auch mal einiges Gefühl, ich weiß nicht. Ich nutze es ja einfach nie. Aber die Schrot, siehst du. Genau. Das sollte ich wahrscheinlich erhöhen. Oder hier freischalten einmal. Ist mal doch eine der meistgenutzten Waffen, die ich habe. Komm. Ja. Und das hier, weil es einfach von 1 auf 20% ist schon eine ganze Menge. Das hätte ich ganz gerne. Das kann einiges ausmachen. Jetzt endlich. 80. 140. Nehme ich auch. Mehr tragen können. Hätte ich auch vorher schon brauchen können jetzt. Ne? Haben wir ja gesehen. Ich konnte. Oh, mir fehlen 20. Ich konnte nicht alles mitnehmen, was da nicht so schön. Sonst hätte ich jetzt ein bisschen mehr. So. Na, ich kann sogar jetzt direkt. Ne? 5 Schuss dabei haben, das ist ja noch besser. Das ist richtig gut. So war es ja gemeint. So, nochmal speichern. Vernünftig und ordentlich. Dann weiter im Text. Bin noch nicht genau im Klaren, wie lange ich heute spielen möchte. Option wäre jetzt in 12 Minuten ungefähr aufzuhören, das Ende dieser Folge, aber das wäre vielleicht doch ein bisschen knapp. Das dürfte nicht mit Speichern hinkommen. Also wohl mindestens noch eine weitere Folge hinten ranhängen. Wenn nicht, sogar noch eine. Mal gucken. So, ins gute alte Mark. Alter, warte, ich hab mit der Truller noch gar nicht gesprochen, so wirklich. Es hätten hier alle noch so ein paar Gesprächsoptionen. Mal gucken. Hallo? Guck mich an, wenn du mit mir reden ich willst. Ich hätte noch ein paar Fragen, bevor ich gehe. Genau. Guck einer an, 4 Sachen gleich. Du sagtest, Myra sollte da bleiben und sich um Mobius kümmern. Aber wie? Sie setzt Stem gegen sie ein. Jeder bei Mobius hat einen Hirnchip, der es ermöglicht, den Stem ohne weitere Auswirkungen zu betreten. Aha. Der Chip erlaubt ihnen den Zugang und Vorteile, die normale Leute nicht haben. Und ihr habt euch diese Dinger einpflanzen lassen? Es ist nicht so, als hätten wir eine Wahl gehabt. Myra sollte ein Signal durch den Stem zurückschicken, das alle Mitglieder von Mobius über ihre Hirnchips ausschaltet. Wie eine ferngesteuerte Massenlobotomie. Eine Möglichkeit, das Problem zu lösen. Wenn wir es nicht tun, bringt Mobius Lilly zurück in den Stam und tötet uns alle wegen Ungehorsam. Es ist die einzige Möglichkeit. Aber Lilly ist doch im Stam und überhaupt sowieso. Und was für Fähigkeiten sind das? Denn es scheint mir nicht so, als wenn auch nur einer von denen, außer eben dem Psychopathen, den Gegnern, diese Fähigkeiten hat. Kidman soll das ausgeheckt haben. Sie hat mich nach Beacon geschickt. Sie hat zugesehen, als Lilly in den Stam kam. Es sieht dir nicht ähnlich, Mobius zu verraten. Du bist ein Außenstehender, Sebastian. Du weißt nicht, wie Kidman wirklich ist. Sie musste ihr wahres Ich geheim halten, um nah genug heranzukommen und zuzuschlagen. Aber warum jetzt? Warum nicht, als sie den neuen Stam gebaut haben? Wir brauchen Stam, um das Signal zu senden, das Mobius erledigt. Als Lilly als Kern ausgewählt wurde, beschlossen Myra und Kidman, dass es Zeit wäre zu handeln. So wie es gerade läuft, könnte das unsere einzige Chance sein, es zu schaffen. Okay. Wie ist Theodore Wallace in all das hineingeraten? Theodore hatte die Idee, das Signal durch den Stem zu senden. Aber wenn ich so darüber nachdenke, wollte er wahrscheinlich nur selbst Mobius übernehmen. Tja. Verdammt, ich wusste, dass man ihm nicht trauen kann. Der Kerl ist allglatt. Das ist sein Ding. Er kann Leute von allem überzeugen. Uns hat er davon überzeugt, dass er uns hilft. Ja, ich kenne solche Typen. Die wirken immer so, als wären sie die besten Freunde. Bis sie einem in den Rücken fallen. Kidman! Tja, aber es ist Myra, die so super toller Detective sein soll, die auch auf die Spur kam, dass ihre Tochter nicht tot, sondern entführt wurde.
Auf den Typ reinfällt, das klingt für mich nicht ganz glaubwürdig irgendwie. Gerade noch ertrank ich fast in einer Welle aus Blut in Theodors Höllenloch. Und plötzlich bin ich in diesem Haus mit dir. Ich verstehe nicht, wie du mich gefunden hast. Ich auch nicht. Ich habe bei meinem Unterschlupf nach Vorräten gesucht, als aus diesem verlassenen Haus eine Mädchenstimme kam. Ich habe nachgesehen. Nur war da kein Mädchen, sondern du. Als hätte man mich zu dir geführt. Eine Mädchenstimme? Bestimmt Lily. Aber wie? Schwer zu sagen, wie oder warum hier drin Dinge passieren. Der Stem war schon vor ihrer Flucht unberechenbar. Aber jetzt? Ich mache mir schon lange keinen Reim mehr auf die Dinge. Tja. Also offenbar hat dann Myra und oder Lily doch irgendwie uns zusammengeführt. Wissentlich. Oder unterbewusst vielleicht auch bloß, weil sie irgendwie so aktiv gar nicht denkt, dass ich echt nur dir helfen will. Zumindest Lily. Schwer zu sagen alles. Guck mal da. Brauche ich nicht. Aber okay. Heilsachen habe ich echt mehr als genug. Dass das Mark noch da ist. Warum soll das weg sein? Ist das nachher weg im Spiel? Hallo? Hallo? Und weiter geht's. Ich war ja lange nicht im Mark. Mal sehen, wo wir jetzt im Mark sind. Aha. In einem komplett abgedeckten Bereich sogar. Verflüssiger. Diese tragbare Verflüssiger-Einheit wird in Laboren verwendet, um Glas durch Kühlung zu verflüssigen. Aha. Ich könnte jetzt direkt zurück und mir Munition holen. Magazingröße für Dingens. Aber ach nee, komm. Doch da was. Splitze. Gut, brauche ich nicht unbedingt. Offenbar doch ein getrennter Teil von dem anderen Kern-Dingens. Dachte ja, ich komme hier durch die ganzen Tunnelspiele nochmal woanders hin, aber scheint vielleicht doch nicht unbedingt so zu sein. Andererseits muss ich ja da hinkommen, weil ich will ja jetzt so O'Neill und da muss ich ja zurück zum Anfang. Sofern der letztlich woanders zu finden ist. Da war ich hier schon gewesen. Ist das da, wo die andere Trolle, die Psychologin ist? Nur die Karte ist ein bisschen verbuggt irgendwie gerade. Zumindest scheint es so. Komm, mach auf. Ach ja, das gute alte Schalterrätsel. Eins, zwei. Fast alle. Einer. Toll. Tolles Schalterrätsel. Warum ist da jetzt eigentlich alles voller Kerzen und allem? Scheiße. Theodor muss hier gewesen sein. Ja, das ist nämlich auch mein Gedanke. Vielleicht habe ich deshalb O'Neill nicht erreicht. Hoffmanns Unterschlupf ist in der Nähe. Ich sollte mal nachsehen. Da blitzt ja was da oben. Ein Die, ja, Tatsache. Damit wäre ich aber auch gerade ziemlich zugeschissen, ne? Ein Die nach dem anderen. War ich in dem Bereich schon? Dann hätte ich da schon mal lang gehen müssen. Und da ist die Tür zu. Kann durchaus sein. Oh nein, die Psychologin ist tot. Ach, die war mir so sympathisch. Ist jetzt aber unschön. Hallo? Hab da keinen Platz für, tut mir leid. Auf jeden Fall war dieser Mobius-Typi vorher nicht da. Ich meine, es sieht so aus wie das, wo ich Hoffmann gesehen hatte am Anfang, aber... Ja, muss es sein. Eigentlich. Hat sie selbst gesagt und alles. Und sie ist weg. Hoffmann, sind Sie da? Noch ein Signal. Ja. Was ist hier passiert? Ich will nicht. Ich weiß, sie ist tot, aber ich will es nicht wissen. Bist du da? Warum erträgt man das? Das ist jetzt aber schade. Warum erträgt
Sperrgebiet. Uns wurde verboten, dorthin zu gehen. Naja. Wir haben keinen Zutritt. Wie bist du? Okay, ich verstehe. Ja, wir treffen uns dort. Sei vorsichtig. Vielleicht lebt sie doch noch. O'Neill hat seinen Unterschlupf verlassen und sich in ein Sperrgebiet begeben? Das sieht ihm nicht ähnlich. Nee, das war auch bestimmt. Er wurde nur manipuliert. Eigentlich war er es nicht. Sie hat sie bloß irgendwie hingelockt. Sie hat die gar nicht ganz durch. Da ist der Spiegel, okay. Da gehe ich vielleicht doch noch rein. Na? Karte? Ach, komm ich raus. Ach so. Oder? Ach, Post Plus. Ja gut. Da muss ich ja noch nicht unbedingt hin. Aber jetzt bin ich gerade nicht, wieder da. Jetzt ist sie da, so. Und da komme ich nicht zurück. Vielleicht bin ich jetzt tatsächlich von der Open World abgeschnitten, letztendlich. Und komme da gar nicht mehr hin. Weil es da noch so viele Sachen gab, wo ich hätte hingehen können, letztendlich. Ich weiß ja nicht genau. Aber erstmal hier rangehen. Oh Gott, soll er fliegen? Nee. Doch, ist was Neues. Musst du nur kurz überfliegen, ob es auch schon was Neues ist oder nicht. So, Computerdatei, Hoffmans Notizen. Zeit innerhalb des STEM war schon immer ein recht kniffliges Konzept. Das Verschwinden des Kerns und der Zusammenbruch von Union haben es jedoch um einiges verschlimmert. Hier kann ich in jedem Fall das Note übrigens. Toll. Egal. Die Veränderungen hier wurden sogar noch heftiger, als Sebastian aufbrach, um Stefano gegenüberzutreten. Er ist wohl gescheitert. Stimmt gar nicht. Mit den Überwachungskameras konnte ich alles genau im Auge behalten. Nicht nur Union verändert sich, die Zerstörung hat sich auch auf das Mark selbst ausgeweitet. Es formt sich um, wird moduliert. Gegenstände erscheinen wie aus dem Nichts. Kreaturen, die sich jeder Vorstellungskraft entziehen, wandern durch die Gänge. Ich werde diesen Unterschlupf erst verlassen, wenn ich einen verdammt guten Grund dafür habe. Aber wer weiß, wie lange ein Unterschlupf hier drin noch Sicherheit bringen kann. Ja, das ist eine gute Frage. So. Ganz kurz das Magazin noch erhöhen, ja. Ich könnte jetzt tatsächlich praktischerweise genau jetzt auch eine Aufnahmepause machen. Weil die Zeit dafür jetzt passend wäre, aber ich riskiere es und spiele doch noch ein bisschen weiter. Das war viel teuer hier gewesen. So, okay. Ich riskiere es halt ein bisschen. Aber ich denke mal, ich werde nicht innerhalb der nächsten, sagen wir, 15 Minuten wieder einen vernünftigen Speicherort finden. Also wahrscheinlich brauche ich doch mindestens eine halbe Stunde, wenn ich Pech habe, mehr. Dann ist es aber einfach so. Die Zeit kann ich gerade so entbehren, auch wenn es ungern passiert. So. Dann wollen wir mal da lang. Kiste für mich die auf was irgendwie. Ach, guck mal, da ist noch Zeug. 40, nehmen wir hin. Feuerbeschaff ist. Weiter, weiter, weiter. Ist sie da schon tot auf dem Boden? Wäre auch zu früh. Wäre viel zu früh. Guck eine an. Bin voll erfasst, direkt vor mir. Eine Tasche. Steh auf Taschen. Oh, Schrotmunition. Sehr gut. Sehr schön. Da habe ich jetzt ein Combo gemacht quasi. Gerade erst das Dings erweitert, jetzt noch sowas gefunden. Passt perfekt. Was? Wie? Was? Wie jetzt? Moment mal eben. Das habe ich jetzt überhaupt nicht kommen sehen. Ich habe es auch echt tatsächlich einfach nicht gesehen. Hallo? Hallo? Komm doch her. Zack. Ich muss mal zurück einen Kaffee trinken, übrigens. Flop, meins. Flop, meins. Ich hab gar nicht gesehen hier. Wo waren die denn? In der Ecke da und einer da drunter oder was? Hm. Da ist bloß Blut. Okay.
Kiste, die ich nicht aufmachen kann, bedauerlicherweise. Und durch die Tür, da geht's weiter, nehme ich an. Ja, wie gesagt, Käffchen. Ich habe echt durch diese kleine Sache gerade fast die Hälfte meiner Leben verloren. Das gibt's doch gar nicht. Schon ein bisschen heftig, oder?